sind heute auf der Talkshow, das ist ein Freizeitpark. Und der Park macht gegen 10 auf, wir haben es mittlerweile 10.13 Uhr. Die Menschenscharen kommen hier gerade an. Ich würde sagen, wir schauen mal, wie voll es am Eingang ist. Ich hoffe, die Schlangen sind nicht so lang. Aber wir werden das gleich sehen. Nur 51, die erste Stunde vom Park ist schon vorbei, aber wir haben es geschafft. Nicht runterfallen! Ich fall nicht runter. Fällst du runter? Nee. Immer machst du das. Aber das soll nicht, keine Kamera nicht runterfallen. Das wird sie schon nicht. Ich hab doch eine Hand zum Festhalten. So, jetzt geht's los. Oder auch nicht? Achso, ja. Oh, jetzt macht ihr aber Gas hier, wa? Oh, ich merke schon den Bauch. Ich aber auch. Ja? Gut, reicht langsam? Nein. Echt? Ja. Warum reicht es mir schon? Nein. Wow. Leute, reicht jetzt. Jetzt stopp. Ihr seid ja irre. Nein! Mäuse, ist genug! Irre Kinder hier! Ihr Spinnies! Hey, was machst denn du da oben? Und dann dürfen wir festhalten. Und dann geht's los. Jo. Das Schöne an der Talkshow ist, dass es hier sehr viele Fahrgeschäfte für kleinere Kinder gibt. Das heißt, alle Kinder bis 10 kommen hier voll auf ihre Kosten. Und es ist nicht so wie im Heide- oder im Hansapark, wo wir eigentlich mit nichts fahren können, nicht mal in Begleitung mit Erwachsenen. Hier ist es echt super. Preislich ist es okay, nimmt sich aber, glaube ich, kaum noch was zum Heide- oder Hansapark. Aber wie gesagt, wenn man halt Kinder wie ich hat, die nicht älter als 10 sind, ist das hier genau das Richtige. War bis jetzt ein super schöner Tag.
Wir haben jetzt noch eine Stunde Zeit, bis der Tag schließt. Wir werden noch ein bisschen relaxen. Und dann fahren wir wieder nach Hause. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.